Okay. Hier ist mit Pfeffer on Tour, die zweite in Ischgl. So, wir haben das letzte Mal Christian Häckel gehabt, der Star-Meteorolog von RTL. Und jetzt haben wir jemanden, den man in der Schweiz vielleicht nicht ganz so kennt. Wieder ist der Marc Jäcki. Lieber Marc, hallo. Aber weißt du, man könnte dich nicht überall mitnehmen. Auf Ischgl sowieso nicht. Wir haben jemanden dabei, der verantwortlich ist, dass der Alpentourismus revolutioniert worden ist. Und das ist der Andi Steibl. Hoi Andi. Servus, bitte. Hey, schön, bist du bei mir. Wunderbar. Sind das deine Naturhaarfarbe, die du hast? Nein, das ist eine bestimmte Performance. Und so wie halt wie in Ischgl ist, es ist alles auf Show. Ja. Ein bisschen Las Vegas, ein bisschen New York und da gehöre ich auch dazu. Oh ja, klar, da müssen sie. Ischgl ist ein bisschen versaut. Nein, ich habe versaut. Ich würde sagen, charmant versaut. Sagen wir mal so, versaut ist ja immer etwas Besonderes und immer abwechslungsreich. Und das ist Ischgl auch. Und da gehört ein bisschen erotischer Touch dazu und Rock'n'Roll und das alles zusammen. Das ist halt einfach Ischgl. Ja. Was bist du? Was machst du in Ischgl? Ja, ich bin Geschäftsführer vom Tourismusverband. Das darf ich schon seit 16 Jahren sein. Wahnsinn. Ich bin noch nicht ausgeschmissen worden. Das ist unglaublich. Das ist Wahnsinn. Hat mich auch gewundert. Aber du bist ja eigentlich, du bist da raufgekommen. Irgendwie, man hat dich ja da raufgeholt mit einem Ziel, Ischgl neu zu positionieren. Jetzt haben wir, viele von euch sind sicher auch schon in Ischgl gewesen und wir Männer geniessen natürlich Ischgl sowieso auch wegen dem Skifahren. Nur wegen dem Skifahren, ganz klar. aber grundsätzlich, Ischgl, hörst du das gerne, man sagt, ist das Mallorca von den Alpen? Nein, das würde ich nicht sagen, Peter. So ein Mallorca, das sehe ich auch. Man sagt es, ich tue es nachschwätzen. Ja, das sagen ein paar. Das sagen ein paar Medienleute. Ich bin nur wetterfrisch. Aber richtig, also jetzt wirklich ganz genau, wenn man das jetzt so in diese spanische Richtung geht, dann ist es schon mehr Ibiza. Ja? Weil die Zielgruppe, die bei uns ist, oder die Gäste, die wir sind, die sind so wie du und ich, die sind schon jung gebliebene, gell? Mhm. Die Kohle haben. Ja? Also ja. Du, ich nicht. Nein, das ist jetzt wieder. Und also zumindest auch bei unseren Schweizer Gästen, aber die auch den Lifestyle haben, die gerne leben, die wissen, wie man lebt und in kürzester Zeit, also in Ischgl, das Maximum erleben wollen. Und Mallorca sehe ich da nicht so, das ist also eher das sehr, sehr junge Publikum und sage jetzt einmal vom Niveau, vom Service her jetzt nicht so anspruchsvoll. Aber Ischgl grundsätzlich ist ja eine richtige Metropole geworden vom Tourismus. Ist das dein Ziel gewesen, wo du daher gekommen bist, Ischgl so aufzubauen, so zu positionieren als Tourismusdestination? Oder bist du daher gekommen und es ist dann einfach passiert? Nein, man muss schon sagen, es hat in die Mitte der 90er Jahre war das erste. Peter, du weißt, die Konzerte sind ja ist ein USB. Wenn man sagt, in die Konzerte, also in die Alpine Konzerte, dann ist es eigentlich natürlich immer gleich mit Ischgl. Dann ist es so, dass 1995 das erste Konzert entstanden ist durch eine absolute Notlösung, beziehungsweise im April haben wir keine Leute mehr gehabt zum Skifahren und wir haben gesagt, wie können wir wieder Leute mobilisieren, dass sie Skifahren gehen, und dann ist dieses Konzert entstanden. Da war aber von einer klaren Position weit und breit nicht wirklich etwas zu sehen. Und dann schon langsam auch mit dem Après-Ski-Entertainment-Bereich und Nachtleben hat sich das schon langsam entwickelt und dann bin ich halt auch irgendwann einmal dazugestoßen. Ist Nachtleben? Nein. Ja, ich habe zwei Büros. Ja. Eins untertags und eins in der Nacht. Sehr gut, ja. Und dann haben wir gesagt, und das war dann mein Ziel immer, vor über 16 Jahren, zu sagen, also wir wollen Ischgl als Markenartikel, so wie ein Rolex oder ein Porsche, dann so positionieren wie in der Konsumgüterbranche, nämlich als richtiges Markenprodukt. Wie viele Leute leben in Ischgl und wie viele Touristen haben wir in der Hochsaison? Einfach mal, dass die Leute, die jetzt da zuschauen, Hirsch mit Pfeffer, dass sie wissen, okay, es lohnt sich auf Ischgl zu kommen, aber man muss früher buchen inzwischen.
Ja, ich meine, Buchen, es wird ja immer kurzfristig, ja, das ist ja auch bei meinen Kollegen in der Schweiz. Also früher hat man von einem Jahr ins andere gebucht, ne? Wenn man abgereist ist, hat man schon wieder gebucht. Ne? Jetzt ist es so, dass es eigentlich sehr kurzfristig ist, teilweise 4 Wochen, 2 Wochen oder 3 Wochen vor Anreisetermin. Und was die Leute betrifft, das haben wir schon beachtet. Wie viele Betten haben wir? Wir haben jetzt nur im Zentrum jetzt, das sind also 800 Meter, 12.000 Betten. 12.000 Betten? Wie viele Leute leben in Ischgl? Weißt du, die Hai? Wie viele Leute hat es die Hai? Jetzt haben wir so im Schnitt, dann meistens sind wir sehr gut gebucht, also da hast 12.000 Gäste und dann noch kommen 6.000, 7.000 Tagesgäste dazu. Also im Schnitt haben wir zwischen 17.000 und 18.000 Skifahrer oder Gäste jeden Tag in Ischgl. Das ist Wahnsinn. Aber der Tagestourismus ist für euch nicht relevant. Eigentlich, ihr seid jetzt ein Ort, wo wirklich die Leute können gut übernachten, verlängertes Wochenende machen oder eine Wochenferien. Ja, genau. Also Tagesgäste haben wir eigentlich wenige, weil wir natürlich jetzt von den urbanen Einzugsgebiete jetzt nicht wirklich so neu liegen, aber so wie du sagst, da gerade jetzt Ostschweiz, Zürich und St. Gallen, da haben wir viele, die am Donnerstag am Abend kommen und am Sonntag dann wieder anfangen. Was kann man erleben in Ischgl? Also neben Du hast gesagt, das zweite Büro. Du musst vom zweiten Büro erzählen. Das nimmt mich jetzt ein bisschen Wunder. Was kann man da erleben? Ja, das ist dieses Tolle. Andererseits, ich meine, die Grundbase ist natürlich unser gewaltiges Skigebiet. Ja. Was ja auch mit unseren Kollegen, das ist ja auch einzigartig in Österreich, ja, mit der Schweiz zusammen liegt, mit unseren Kollegen in Samnaun. Aber dieses Skigebiet gemeinsam, das ist wirklich eine geile Sache. Moderne Anlagen und schneesicher und es macht Spaß. Dieses Skigebiet mit 240 Pistenkilometer. Und jetzt kommt es aber der Zusatznutzen, was du dann einfach in Ischgl erleben kannst. Mhm. Ja. Teilweise sind 24 Stunden, Ischgl ist fast zu wenig. Ja? Und viele Gäste brauchen nach Ischgl Urlaub noch einmal einen Urlaub. Ja, das kann man wirklich vorstellen. Lustig ist, seit etwa vor 2 Jahren ist das mit den Skischuhen, ja? Dass die Leute nicht mehr dürfen nach der 8. nach 20 Uhr oder nach 22 Uhr mit den Skischuhen anlaufen. Ist das immer noch so? Ist das Tatsache? Das ist eine Tatsache, ja. Warum haben die das gemacht? Nein, um 8 Uhr ist Skischuhverbot. Aber kein Marketing-Gag. Mhm. Aber wir waren sogar bei den Chinesen und bei den Kängurus. Wir waren überall in den Medien. Nein, war eigentlich der Hintergedanke, so, dadurch, dass das alles sehr kompakt ist und in der Fußgängerzone so viele Leute gehen und dann nach 20 Uhr dann noch mit den Ski auf der Schulter und die Skischuhe sind sehr laut dann zum Gehen und die Hotels sind ja alle nahe dort praktisch, wo die große oder die hohe Frequenz ist an den Gästen und das war eigentlich der Hintergedanke, dass man da jetzt ein bisschen Ruhe reinbringt, weil es gibt ja Leute, die doch dann schon um 12 oder 2 Uhr schlafen gehen. Andi, was machen die Schweizer Tourismusort nicht falsch? Aber vielleicht auch ein bisschen weniger richtig als Ischgl? Naja, also meine Kollegen, ich bin mit vielen auch befreundet, von Davos angefangen. Alles. Ich bin ja froh, dass sie nicht so perfekt sind, weil von der Hardware, muss ich sagen, würden ja die Schweizer ja uns voll drüber fahren. Das muss ich echt sagen, weil ihr habt gewaltige Berge, ihr habt eine Kulisse, die echt mega scharf ist. Aber Gott sei Dank sind wir da jetzt auch ein bisschen auch ganz gut aufgestellt. Ja, ich würde so sagen, Investitionen, nicht nur Kohle hinausnehmen und die verprassen, sondern wirklich investieren wieder ins Skigebiet, in die Infrastruktur, auf Betriebsebene aber ja. auch, ne? denn das ist für mich das Um und Auf. Eine gute Destination ist nur dann ist erfolgreich, wenn eine sehr gute Seilbahn dahinter steckt. Mhm. Aber ich meine, die Seilbahnen, die jetzt da haben, die haben ja monströse Seilbahnen, wunderbare Kabine, alles geheizt, luxuriös. Finanziert das selber, bekommen wir vom Staat Unterstützung für so etwas? Nein, überhaupt nicht. Wir haben natürlich eine ganz interessante Konstellation. Die SSAG ist tatsächlich die umsatzstärkste Bahn in ganz Europa. Auf das sind wir auch stolz. Und das Besondere ist bei uns, die Besitzeigentümer bzw. die Aktionäre sind ausschließlich Ischgler. Mhm. Somit können wir entscheiden, wo es in welche Strategie geht. Mhm. Und jetzt ist das ganz, ganz große Zauberwort. Und zwar ist die
die Investitionen fürs nächste Jahr bzw. für den nächsten Winter wird einfach durch die Nicht-Ausschüttung des Gewinns finanziert. Das heißt, alle Aktienbesitzer verzichten total auf ihre Dividende und wir investieren schon. Und wie lange ist das schon? Ich meine, das ist wahrscheinlich ein Unterschied zu der Schweiz, wo man sagt, man will etwas rausziehen mit einem Return of Investment. Die ja, auch in Österreich. Ja, aber die wollen das da in Ischgl nicht. Nein, das ist, die sagen einfach, wir investieren. Nein, das ist ein einstimmiger Beschluss bei der Jahreshauptversammlung. Keine Rendite wird ausgenommen, keine Dividende wird ausbezahlt. Sofort wieder wird investiert in Anlagen. Wir haben jedes Jahr neue Anlagen und das ist eigentlich dann aus der Kriegskasse. Wir haben eine Eigenkapitalquote, die enorm ist. Ja. Ja. Wir haben in den Medien die Schneebänder gesehen von Kitzbühel, wo sie im September oder Ende September irgendwie eine Piste gemacht haben. Hm? Und da hat man dort Skifahren schon im Oktober. Ist das Zukunft? Ist das für dich jetzt als Chef von so einem grossen Gebiet, ist das auch eine Idee? Wollen das auch machen? Oder wie siehst du das? Woher geht der Tourismus? Wenn wir noch weiter früher gehen, in Herbst Skifahren und noch länger bis im Juni, whatever, ist das deine Idee oder willst du das? Nein, also was meine Kollegen machen, das ist ihre Entscheidung. Diese Aktion war vor 3 Jahren das erste Mal, da war es ein cooler Marketing-Gag, weil das ist etwas, wo ich das sinnvoll sehe. Ob das man es jetzt wieder macht, das eher deplatziert war. Man schürt ein bisschen eine Sensibilität hervor, gerade was die Umweltfrage betrifft, das ist halt auch immer ein Thema, ist ja bei euch in der Schweiz genau das Gleiche. Mindestens. Ja, ich meine, ich sehe das jetzt nicht so, dass man noch die Saison nach hinten zieht. Wenn wir uns erinnern, letztes Jahr haben wir im November hat jeder 1,5 Meter Schnee gehabt, auch die niedrigen Skigebiete. Das ist ein Wechsel jedes Jahr, das Gleiche, wo fängt pünktlich der Schnee, da kommt der Schnee pünktlich an. Deswegen, das Um und Auf ist sicherlich eine Beschneiungsanlage, das hat aber nichts jetzt mit einem Klimawandel zu tun, den hätten wir so und so immer gebraucht. Ja. Ja. Wir haben 1922 haben wir überhaupt keinen Schnee auch gehabt und da war die Umweltfolge in keinster Weise ein Thema. Das gibt es immer wieder, logischerweise. Wir sind im Klimawandel, ich meine, die Schneegrenze geht auf. Ihr habt relativ ein hohes Skigebiet vom Skifahren her. Von dem her sind die vielleicht ein bisschen weniger. Und inneralpin sind ein bisschen weniger prellt wegen dieser ganzen Geschichte. Aber woher geht der Wintertourismus? Ich meine, du hast jetzt gesagt, okay, das mit dem Schnee, Beschneiung, Umweltschutz. Woher geht der Wintertourismus? Man hat auch eher rückläufige Zahlen. Auch in der Schweiz ist einfach für viele Familien zu teuer, um Skifahren. Einfach eine Woche ein bisschen Skifahren mit der Familie ist extrem teuer. Woher geht der Weg? Ja, also ganz klar, die Zukunft des Wintersports also ist mit Sicherheit also gegeben, hundertprozentig jetzt auch in den nächsten 20, 30 Jahren. Was für uns ganz wichtig ist als Destination, und das ist gerade in der Schweiz auch, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns ganz klar jede Destination positioniert. Wirklich für eine bestimmte Zielgruppe und nicht versucht, alles abzudecken. Ja. Ihr in der Schweiz, ihr habt einen ganz großen Vorteil, was das betrifft, ihr habt es eigentlich uns vorgemacht, Österreicher, was das Markenbewusstsein betrifft. Mhm. St. Moritz ist die längst eingetragenste Marke im Tourismus. Also Davos, das sind alles Lachs, das sind alles wirkliche Marken. Und da ist halt nur das verschlafen worden. Und das ist jetzt ganz wichtig, diese Marke wieder aufzuladen. Die Base gibt es ja auch. Mhm. Ja. Nur man muss natürlich auch ein bisschen Selbstbewusstsein haben. Dieses aggressive Pricing, was jetzt bei euch ja da ist. Nein, das war's Fee zum Beispiel. Das ist ja also eine sehr gefährliche Sache, weil euch langfristig durch die Marke, die Destinationsmarke, nichts Gutes. Das muss ich auch sagen. Mhm. Was aber mit Sicherheit als eine Tatsache ist, es gibt keine Alternative zum Skisport. Also, dass man mal sagt, man macht einen Winterurlaub ohne Skifahren, das wird sich nicht abspielen. Der Skisport wird immer das Wichtigste sein für einen Winterurlaub. Wie siehst du Ischgl in 10 Jahren? Was ist Ischgl in 10 Jahren? Woher geht ihr? Bewegt ihr euch noch in Ischgl? Ihr müsst ja irgendwie eine Vision haben, geht es weiter oder wollt ihr genau auf dieser Linie weiterfahren, solange es geht? Oder haben wir noch andere Perspektiven? Also
für uns ist jetzt nicht jetzt die permanente Nächtigungssteigerung, ja, dass wir jetzt wieder 5%, wieder mehr. Wir haben in den letzten 10 Jahren haben wir wirklich permanent eine Steigerung gehabt. Schweizer Gäste besonders. Aber jedenfalls, was mich besonders freut. Ja, das spielt eben einen super guten Werbepartner in Battle TV. Spaß ohne. Es ist für uns ist ganz wichtig, nicht jetzt kontinuierlich Ernächtigungszuwächse zu bekommen, sondern Qualität. Qualität ganz wichtig, ja. Und noch selbstbewusster zu werden, was den Preis betrifft. Ja. Muss ich wirklich sagen, wenn ich mir jetzt ein 4-Stern- oder ein 3-Stern-Hotel anschaue in der Schweiz, ja, kostet das gleiche jetzt wie bei uns ein 4-Stern Superior. Ja. Das ist also wirklich etwas, wo wir mal uns angleichen müssen. Ja. Unter anderem, du hast es eh schon erwähnt, es muss auch der Skisport auch wieder attraktiver gemacht werden. Ob es jetzt nur rein über den Preis ist, ist nicht unbedingt. Muss nicht sein. Nicht wirklich ein Garant des Erfolgs. Ich glaube auf jeden Fall, dass in die Einzugsgebiete, in die Städte wie jetzt Zürich und Bern oder Wien, dass da auch die Politik auch wieder die Skikurse in den Schulen forciert. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Ja. Für mich ist Schweiz und Österreich so naheliegend, was den Wintersport betrifft. Ja. Es gibt keine zwei Länder auf dieser Welt, wo der Skisport so... Gut, ich beweise es natürlich mit Samnaun und mit Ischgl, wo zusammen das Skigebiet eigentlich betreiben, wo ja vorbildlich ist schlussendlich. Grundsätzlich, das mit dem Skifahren ist das eine. Aber wenn ich jetzt hier wieder ein unmoralisches Angebot mache, muss ich nicht wieder an Sachen denken, die jetzt nicht das ist. Unmoralisch, mehr so... Unmoralisch. Geht schon wieder in die Richtung des Fassaden, okay? Ja, genau. Aber das ist ein bisschen so. Er ist ein bisschen versaut. Wenn man ihn anschaut, er ist ja auch ein bisschen das Bild von Ischgl, und meine logischerweise. Und da bist du ein bisschen unser Vorbild. Aber würdest du jetzt in die Schweiz kommen und einem Ort helfen, in der Schweiz erfolgreich sein? In der Schweiz. Oder könntest du es dir gar nicht vorstellen? Wohl, könnte man schon vorstellen. Habt ihr gehört, liebe Kurdirektoren, Bahnbesitzer, also St. Moritz, whatever, gut, ist ein guter Kollege von dir vielleicht, ein Österreicher auch, logischerweise. Wir nennen jetzt nicht ein Örtchen nennen, aber wir haben genug Destinationen. Aber hättest du das Gefühl, du könntest in der Schweiz so einen Ort wieder auf die Rad bringen? Also, ein bisschen Selbstbewusstsein muss man schon haben. Ja, das denke ich schon. Nur eins muss ich schon sagen, ich bin da so verwurzelt in Ischgl. Und es ist ja so, ich glaube, nicht jeder Direktor kann die gleiche Destination verkörpern oder leben. Ja. Mhm. Also ich lebe das da, ich tue mich da nicht verstellen. Ich identifiziere mich mit der Destination Ischgl, das was wir anbieten, das ist auch glaubwürdig und ob ich jetzt zum Beispiel jetzt in eine Destination einpasse, wo dort sage ich jetzt einmal etwas ruhiger ist oder sanfter Tourismus, aber auch nein, schöner geht, Tourismus. Nein, das geht nicht, vergessen wir zum Schluss. Nein, das ist, interessiert das gar nicht, das ist eh nicht. Wie reagiert deine Frau, wenn du die ganze Zeit auf der Gasse bist? Gut, also es ist okay, haben wir das auch besprochen. Also, wir haben bei Hirschmi... Wir haben bei Hirschmi Pfeffer... Aber so steht der Koffer vor der Tür. Aber du hast eine geduldige Frau, nehme ich jetzt einmal an. Ja. Gut, wir haben bei Hirschmi Pfeffer, das ist eine Mannensendung. Und da darf ein bisschen versaut sein. Du kannst einmal sagen, was ist jetzt im Moment das, was dich am meisten geärgert hat in den letzten paar Tagen? Hirschloch, was hat dich extrem genervt in letzter Zeit? Nichts. Nein, also das Opening, Peter, so wie du sagst, Opening war mega. Mhm. War ein Wahnsinn. Wir haben über 20.000 Gäste begrüßen dürfen und können. War wirklich ein Wahnsinn. Also die letzten 10 Tage verlaufen sehr, sehr positiv. Was mich natürlich noch freuen würde, das hat mich vielleicht auch nicht genervt. Es ist noch nicht wirklich die Winterstimmung in die Städte gekommen. Mhm. Und wir haben in den Alpen schon Schnee, wir haben den Winter schon. Also jetzt sollte ich schon langsam in die Köln... Petrus ist eigentlich das. Ja, oder mir Wetterfrisch. Hast du seine Mobilhandy noch? Ja, aber es kostet viel. Es ist, wenn wir diskutieren nach der Sendung. Gut, und das Zweite. Ja, logisch. Ja. Nein, Schweizer. Schweizer Fernsehleute. Kollegei. Dann haben wir natürlich das Gegenteil. Okay. Hirschkuh der Woche, das ist so eine Frau. Es darf nicht Frau sein, nicht Mutter und nicht deine Töchter. Es muss etwas anderes sein. Welche Frau willst du auf den Sockel stellen? Als Hirschkuh der Woche, meine Damen und Herren.
Oh, da war bei Jason der Hula war eine Tänzerin. Ja, ist gut. Also gut, wir haben es wieder, wir haben es genau mitbekommen. Du hast noch in dieser Sendung, glaube ich, einen Preis verlosen, oder? Ja. Machst du denn nicht? Ich sage, ob der richtig ist, was du sagst. Nein, einen Preis verlosen für den Zuschauer. Ich werde noch ganz spontan, ist wirklich extrem spontan, ich habe nicht abgesprochen. Aber wenn wir noch irgendwie das Wochenende verlosen? Ja, welches magst du? Das musst du die Frage ist, wie heisst die Destination, wo der 12. Wettergipfel stattfindet? Hure schwer. Also gut, das könnt ihr uns auf wettbewerb.mentenews.ch schicken. Und dann gibt man was? Einfach ganz spontan. Nein, wir machen das ganz spontan, weil deine Freunde, deine Zuseher sind auch meine Freunde. Hoffentlich sind es 2 Millionen. Okay. Drei. Nein, wir machen 3. Dann wir machen ein Wochenende für 2 Personen zum Lenny Kravitz zum Abschlusskonzert. Das gönn sowieso ich. Und ich danke dir ganz herzlich. Ja. Nein, ist eine coole Sache. Ich danke dir mal. Hey, schön gewesen. Alles Gute für die Saison. Und wir werden uns hören und sehen. Und Ischgl ist ja präsent bei uns auf dem Sender auf WetterTV. Ich wünsche ganz gute Zeit. Und wie gesagt, der Wettbewerb. Wie heisst die Destination, wo der 12. Wettergipfel Ischgl stattfindet? Einsende an wettbewerb.medienews.ch und dann gibt es ein geiles Wochenende mit dem Lenny Kravitz. Danke vielmals. Bitte, super gewesen und eine schöne Zeit und alles Gute, wie gesagt, für die Saison. Bis bald. Danke, bitte. Tschüss zusammen. Bye-bye.